Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Eltern. Fremde Männer, die sich an ihren Kindern reiben und sie selbst, bringen sie jeden Tag dorthin. Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, das kann unmöglich wahr sein. Unmöglich, dass so etwas heute und vor unseren Augen passiert. Leider lag ich falsch. Beginnen wir am Anfang. Ein ganz normaler Tag in Hamburg im Jahr 2018. Eine Mutter holt ihre Tochter aus der Kita ab. Die Tochter sagt, dass ihr der Po wehtut, dass sie da einen Dorn drin hätte. Sicher hat die Mutter ihre Tochter gefragt, was sie denn heute in der Kita gemacht hat. Die wahrscheinliche Antwort: gespielt. Irgendwann will die Tochter plötzlich nicht mehr in die Kita gehen. Sie weint morgens und sagt, sie hätte Angst. Angst wovor? Was passiert denn in der Kita? Ja, sie spielen. Dann, aus heiterem Himmel, im Juni 2018, sagt die Tochter der Mutter, dass ein Mann ihr in der Kita den Penis in den Po gesteckt hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was in diesem Moment in der Mutter vorgegangen sein muss. Welcher Mann? Einer der Männer, die mit den Kindern spielen. Die Mutter kennt weder ihn noch die anderen. Was sie erst später erfährt: jede Woche kommen fremde Männer in die Kita ihrer Tochter. Sie reiben sich an den Kindern, kuscheln mit ihnen, fassen sie an und drücken sie auf ihren Schoß. Pferdchenspiel, sagen sie. Sie nennen sich Lehrlinge. Lehrlinge für was? Für die sogenannte Spielmethode Original Play. Sie haben sogar ein Zertifikat von einer weltweit tätigen Organisation, der International Original Play Foundation. Eine registrierte Marke mit kleinem eingekreisten R hinter dem Logo. So wie die Mutter aus Hamburg finden über mehrere Jahre viele Eltern heraus, dass es in der Kita ihrer Kinder Original Play gibt. Doch was genau ist das? Wer es vor 2018 googelt, findet nicht viel. Vor allem Werbung der Foundation selbst und Websites von Kitas, die die Textbausteine übernehmen. Es ginge um Respekt und Aggressionsabbau, heißt es. Klingt erstmal völlig harmlos, wer kann da schon was gegen haben? Erst zu spät wird vielen klar, Original Play ist eine Einladung an Pädophile und ihr Schlüssel zu Kitas und Kindern. Doch der Reihe nach. Erfinder der sogenannten Spielmethode ist der US-Betrüger Fred Donaldson. Er gibt sich mal als Pädagoge, mal als Psychologe aus, hat aber in Wahrheit Geografie studiert. Donaldson behauptet, dass er Original Play beim Spielen mit wilden Wölfen, Delfinen, Bären und Straßengangs erfunden hätte. Belege dafür gibt es nicht. In seinem Buch beschreibt Donaldson Szenen, die nicht nur mich, sondern auch Strafrechtler an pädokriminelle Videos erinnern. So zum Beispiel, als Donaldson einen Vierjährigen auf seinen Schoß setzte und beide sich in Ekstase geschaukelt haben sollen. Alle Regeln und Grenzen sollen aufgelöst werden. Im intensiven Körperkontakt zwischen Kindern und Erwachsenen würden beide durch den Zitat magischen Stoff des Universums miteinander verbunden. Meine Damen und Herren, das ist Sektensprache und mindestens nah dran an Pädophilie. Ich finde sogar deutlich darüber. Doch statt diese Person von Kindern fernzuhalten, geschieht das Gegenteil. Donaldson wird in Kitas eingeladen, um Original Play zu vermarkten. Allen voran in Einrichtung der evangelischen Kirche. Er erkennt, mit der Vermittlung von Kindern an Männern lässt sich viel Geld verdienen. Deswegen bietet er Workshops an Interessenten an, 250 Euro für einen zweitägigen Kurs. Anwärter gibt es viele. Nach dem Kurs dürfen sich die Männer Lehrlinge nennen und in Kitas ein- und ausgehen, ganz ohne Führungszeugnis. Schnell häufen sich vielerorts die Intimverletzungen. Immer mehr Kinder erzählen von schweren sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung, Demütigung und purem Sadismus. Eltern, die davon berichten, werden ausgegrenzt. Weder Kita noch Träger glauben ihnen. In mindestens einem Fall kommt später raus, auch ein Kita-Leiter war am Missbrauch beteiligt. Dann endlich fliegt das Pedonet 2019 nach investigativen Recherchen auf. Original Play wird als das entlarvt, was es ist, ein skrupelloses Geschäftsmodell, das Pädophilen dabei hilft, sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken und buchstäblich auszutoben. Viele Landesregierungen reagieren schnell. Original Play wird in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Sachsen verboten. Unter Beteiligung von SPD, Grünen und CDU. Ich fragte daher die Landesregierung, wie steht Rot-Grün in Niedersachsen zu Original Play? Die Antwort war erfreulicherweise eine klare Ablehnung. Ich fragte also, warum ist Original Play bei uns noch nicht verboten? Ihre Antwort hierauf zeigt jedoch leider, dass Sie aus dem Skandal nichts gelernt haben. Sie verlassen sich darauf, dass alle Mitarbeitende, wie sie gendern, schon ausreichend sensibilisiert sein werden. Dass sie damit völlig falsch liegen, beweist unter anderem der Skandal der ABU-Kita in Hannover aus dem vergangenen Jahr. In dieser sollte ein Doktorspielraum eingerichtet werden, den wir als AfD mit unserer Strafanzeige verhindert haben.
später stellte sich heraus, dass ein Erzieher bereits wegen sexuellen Missbrauchs und des Besitzes von kinderpornografischem Material dort tätig war. Ob Original Play in Niedersachsen angewendet wird, Sie haben zugegeben, dass Sie es nicht wissen. Die Regierung wiederholt die alten Fehler. Dass Original Play jahrelang an Kitas praktiziert wurde, offenbart nicht nur das Versagen Einzelner, nicht das Versagen eines Kindergartens oder eines Trägers, sondern das Versagen des Systems an sich. Original Play ist und bleibt ein trojanisches Pferd für Pädophile. Unser Antrag auf ein Verbot dieser und vergleichbarer Methoden entspricht den Forderungen des Kinderschutzbundes und dem Handeln ihrer Parteifreunde in vielen anderen Bundesländern. Die Original Play Foundation ist noch immer in Deutschland aktiv. Ich bitte Sie daher, tun Sie das Richtige. Lehnen Sie den Schutz unserer Kinder nicht ab, weil die Initiative von der AfD kommt. Wir sind gesprächsbereit und stimmen gerne Änderungen und Ergänzungen in unserem Antrag mit Ihnen ab. Wichtig ist nur eins, dass Original Play endlich verboten wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gäde. Auf Ihren Wortbeitrag gibt es den Wunsch einer Kurzintervention durch die Kollegin Behrendt. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Gäde, Sie sind in Regierungsverantwortung. Was wollen Sie uns hier eigentlich erzählen? Wenn Sie die Kinder schützen wollen, es gab genug Fälle, dann sprechen Sie ein Verbot aus. So einfach ist das. Dann lassen Sie es gesetzlich verbieten. Also ganz ehrlich, ich bin fassungslos. Bei derartiger Ignoranz, das macht mich fassungslos, nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter. Ich habe auch ein Kind im Kindergartenalter und ich möchte nicht die Mutter sein, der Tochter mal so etwas erzählt. Ja? Ich verstehe nicht, warum Sie diesem wichtigen Thema eben nicht die Bedeutung schenken wollen, die es verdient, um eben Kindesmissbrauch zu verhindern. Und zeigen Sie hier etwa, wessen Geisteskind Sie sind? Ich weiß es nicht. Helmut Kindler wäre scheinbar sehr stolz auf Sie.